Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier zum LS19 Felsbrunnprojekt und in der heutigen Folge werden wir natürlich hier unsere Mission noch fertigstellen. Das bedeutet, wir müssen hier natürlich noch fleißig Dünger streuen und damit wir das auch hinbekommen, werde ich das natürlich jetzt mal weiterhin machen. Denn ja, ein bisschen Dünger müssen wir natürlich hier noch machen auf Feld 6 und da sind mir auch schon gleich ein paar andere Ideen gekommen. Wenn wir natürlich noch erstmal das genügige Kleingeld natürlich hätten, denn dieses Feld wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Und ich hatte dann überlegt, ob wir nicht vielleicht dann irgendwie irgendein Feld dann halt verkaufen sollen oder wie auch immer. Und dann ist aber die Problematik dabei, dass wir die Felder, die wir eigentlich alle gerade besitzen, auch mehr oder weniger auch alle benötigen. Das ist halt der Nachteil dabei. Aber nichtsdestotrotz ist das auch gar nicht weiterhin tragisch, denn mit den Feldern kommen wir auch relativ gut aus derzeit. Es wäre natürlich halt cool, wenn man halt noch ein Feld hätte, um halt in der Zwischenzeit auch Sachen machen zu können. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch ein paar andere Missionen. Wir wollen uns natürlich auch ein bisschen um die Tiere kümmern, beziehungsweise noch unsere Tiere erweitern. Und vor allem wollen wir natürlich erstmal irgendein Solarpanel haben, was ich ja als Mod beim letzten Mal runtergeladen habe. Das wollen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Wie gesagt, die Mods findet ihr alle auf meiner Webseite oder unten in der Videobeschreibung. Und die meisten sind sowieso aus dem Mod-Hub. Also von daher wisst ihr wahrscheinlich eh schon, wo es die gibt. Nee, aber vom Ding her, denke ich, wäre eine Solarzelle oder ein Solarpanel, wie man es halt möchte, wäre vom Ding her, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil man hat dann halt eine tägliche Einnahme, auch wenn diese noch nicht so hoch ist, weil wir halt noch nicht so viele davon haben. Aktuell ja noch gar keine, aber wenn wir dann erstmal eine haben, denke ich, ist das schon mal ganz, ganz cool. Aber ja, ich weiß es halt nicht, ne? Das ist halt so die Sache. Ich weiß halt nicht, ob sich das halt wirklich lohnt oder ob man halt lieber, sag ich mal, ein Windkraftwerk nimmt. Natürlich wird ein Windkraftwerk halt auch viel, viel mehr Einnahmen bringen. Aber dafür ist es halt auch in der Anschaffung wesentlich teurer, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. So, und das ist halt im Moment die Überlegung. Aber ich denke mal, so eine Solarplatte, also ein Solarpanel können wir ruhig mal nehmen. Ich glaube, das ist ganz okay. Wenn wir jetzt noch mal kurz gucken, wir gucken mal hier kurz rein. Diverses. So, wenn wir hier so eine kleine nehmen für 75.000, 750 Watt, bringt die uns 165 Euro in der Stunde. So, ist natürlich jetzt noch nicht so die Welt. Oder wir nehmen halt die 100 für 1500 Watt, für 100.000, bringt uns halt ein bisschen mehr. Und die große, die bringt uns halt dann noch am meisten. Ja, ist halt die Frage, ne? Wir werden ja erstmal hier weitermachen. Erstmal die Mission beenden, erstmal das Geld sowieso halt auch haben. Ne, das ist natürlich das große Ziel. Und vor allem, was wir immer noch weiterhin im Auge behalten müssen, Freunde, ist auf jeden Fall, dass wir noch unseren Kredit natürlich auch irgendwie nochmal zurückzahlen müssen. Ne? Das ist das Allergrößte im Prinzip, weil ohne den können wir uns natürlich auch in der Notsituation halt auch nichts mehr wirklich leisten. Und da sollten wir vielleicht sehr vorsichtig mit sein. Da sollten wir auf jeden Fall vorsichtig mit sein. So, und ansonsten, weil wir brauchen halt auch noch einen Mähdrescher, ne? Das ist natürlich ganz klar für unsere Feldarbeiten. Denn da haben wir auch noch keinen eigenen. Da müssen wir halt eigentlich, wenn ihr so wollt, am meisten erstmal selber investieren, bevor wir irgendwas anderes investieren. Aber nun gut, ich meine, jetzt haben wir gesagt, eine Solarplatte ist erstmal vielleicht ein guter Schritt in die richtige Richtung, ne? Weil wir halt dadurch auch eine feste Stundeneinnahme, wenn man so will, halt generieren kann. Und ich denke, das sollte sich rentieren. Und dann müssen wir mal gucken, was wir halt ansonsten für eine gute Einnahmequelle finden, damit wir halt auch mal ein bisschen von der Stelle kommen. Weil im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir halt irgendwie nicht so richtig vorwärts kommen. Wir machen zwar viel und wir haben viel und
weiter, aber ich habe das Gefühl, wir kommen halt nicht so richtig vom Fleck. So, jetzt werde ich erstmal schnell nochmal Big Packs organisieren. Oh, ich werde nicht sagen, dass da die Leitplanke war, aber da war, glaube ich, die Leitplanke. So. Hier müssen wir längs, ne? Oder? Ja. So, dann fahren wir mal schnell zum... Ah ne, zum Händler müssen wir ja noch mal schnell. Würde ich fast vorschlagen, fahren wir hier... einmal durchschießen. Hier einmal schnell Querfeld ein. Das ist immer am besten. Sieht auch schon ganz nice aus, ne? Das sieht auch schon echt ganz, ganz nice aus, Freunde. Ich glaube, so war das. Oh ne, so war das doch nicht. Ich hoffe, ihr seht das gerade nicht. Ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Ich hoffe, die Aufnahme geht weiter. Ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt und war kurzer Zeit auf dem Desktop. Wenn wir gleich in der Aufnahme angucken. Das ist immer ein bisschen blöd. Denn ich bin auch im Moment am Überlegen, ob das Aufnahmeprogramm, was ich halt aktuell habe, auch überhaupt das Richtige ist, weil... Manchmal finde ich, ist es ganz geil, aber manchmal denke ich auch so, Alter, was hast du dir da nur ausgesucht? So, aber ansonsten, ich habe halt schon ganz viele Aufnahmeprogramme, wo wir gerade beim Thema sind, habe ich auch schon durch. So, ich habe angefangen mit irgendwie Fraps, dann habe ich nochmal OBS genutzt, dann habe ich nochmal irgend so ein anderes Tool genutzt, um Screen Capture zu machen. Dann habe ich, was habe ich noch genutzt? Dann habe ich noch irgendwie noch irgendein anderes, ich weiß gar nicht mehr die Namen von den ganzen Dingern, und jetzt bin ich gerade aktuell mit Action unterwegs, so volle Action, aber das ist mega cool eigentlich, nur ich würde mir wünschen, dass man halt mal, keine Ahnung, wie ein bisschen mehr einstellen kann, ich weiß es nicht, was mir selber fehlt, so. Aber naja, müssen wir mal gucken. Ich habe halt teilweise das Gefühl, so meine Aufnahme sieht halt viel, viel besser aus. Also mein Ingame, wie ich zocke. Als wenn ich das nachher im Programm, im Schnitt sehe. So, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen ganz minimal verpixelt ist, so gefühlt zumindest. Da denke ich mir so, hey, wie kann das denn sein? Ich nehme doch eigentlich in einer guten Qualität auf. Da muss ich noch mal ein bisschen dran rumspielen. Frage ist natürlich auch, so, ich meine, das lernt man natürlich über die Zeit, wenn man Let's Plays macht oder so. Aber die Frage, was ich mir immer noch frage, ist, ist es besser, in Fullscreen aufzunehmen? Ich weiß nicht, vielleicht kennt sich da ja unter uns hier jemand aus. Dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Aber was ich mich halt frage, ist, ist es besser, in Fullscreen aufzunehmen? Also wenn ich das Game Fullscreen auf einem Monitor zocke, oder ist es vielleicht besser, wenn ich das Game nur im Fenstermodus spiele und dann aufnehme? So, aber dann müsste ich natürlich auch auf eine geringere Auflösung gehen. Das ist halt immer so, weiß nicht. Da muss ich tatsächlich, wo ich gerade drüber nachdenke, muss ich da, glaube ich, selber mal irgendwie mich mit befassen, beziehungsweise mal ein bisschen rumexperimentieren, so. Aber na gut. Wir sind jetzt ja wieder im LS. Gerade habe ich noch ein bisschen ETS aufgenommen, damit das auch mal wieder kommt, Freunde. Ich denke, wenn ihr die Folge seht, dann sollte zumindest schon mal eine online gegangen sein und die zweite auch kommen. Genau an dem Tag, wo ich gerade meinen Sendeplan sehe. Oder meinen Uploadplan. So, jetzt sind wir wieder hier auf dem Feld unterwegs. Tubi, tubi, tub, tub, tub. Sehr schön. Ey, ich möchte hier, hallo? Ich möchte gerne... Ey! Na, jetzt habe ich meine Aufnahme beendet, glaube ich. Wie kann ich die jetzt hier rauszoomen?
Stopp mal kurz. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hä? Ich kann hier nicht mal rauszoomen. Meine Maus, mein Mausrad kaputt jetzt hier oder was? Verdammt! Oh mein Gott, ey, wie soll ich denn hier? Warte mal, hä? Was ist. Warte mal, hä? Wo? Hallo? Hallo? Wie gibt es noch irgendeine andere Tastenkombi? Oder muss ich tatsächlich irgendwie eine andere Maus anschieben? So, meine Damen und Herren, ich werde hier mal live und in Farbe eine andere Maus anschließen. Dann hoffe ich, dass das mit der funktioniert. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es noch nicht. Ja, das ist doch doof. Muss ich jetzt so fahren im Prinzip? Oder wie sieht das aus? Das ist ja mega ätzend. So, dass ich da so hingucke quasi. Oder halt so, aber so ist halt auch viel zu nah. Ey, aber der Typ, der da drin sitzt, sieht cool aus. Bin das etwa ich? Oh nee, ey, das kann doch jetzt nicht sein, Leute. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht jetzt nicht so sein, oder? Ich meine, ich bitte euch. Ich bitte euch. Das wäre doch völlig okay. Hä, oder das Game ist. Irgendwas ist mit dem Game nicht richtig. Weil ich habe jetzt eine andere Maus angeschlossen. Mal eben auf Krampf. Das ist genau das gleiche. Ja, moin, muss los. Was ist hier los? Ah, Inhalte werden gespeichert. Sehr schön. Kann ich jetzt zumindest mal wieder hier. Was ist denn das? Ich finde das voll komisch gerade. Aber egal. Wir lassen uns nicht irritieren. Wir machen das Beste draus, Freunde. Wir machen hier einfach weiter. Man kennt's. Der Bauer lässt sich hier nicht so schnell aus dem Konzept bringen. Dann improvisiert er halt so gut wie es geht, ne? Und dann haben wir es gleich auch geschafft. So, wir gucken nochmal kurz rein hier in unsere. Guck mal, 76% haben wir von unserer Mission bereits geschafft. Und dann geht es gleich hier weiter auf dem Feld. Wir müssen auch gar nicht mehr so viel, nur bis da runter. Geht ja. Das geht ja. Alter, was ist hier los? Meine Maus ist kaputt. Ey, ich glaube es nicht, oder? Das Spiel ist voll broken. Eins von beiden. Aber komisch ist das schon. Naja, egal. Fahren wir halt ein bisschen in der Innenperspektive. Haben wir auch, machen wir auch selten. Wobei ich eigentlich immer Dünger streue in der in der Außenperspektive. Weil das einfach besser ist. Oh, jetzt kann ich wieder. Ah. Ich habe einfach nur getauscht auf den. Auf den Dünger. Auf das Düngerfass. Lol. Ja, komisch. Wenn ich auf dem Frontlader bin oder was. Dann kann ich das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Ja, nice. Ich bin begeistert. Ifixed.com. Oh Mann, Leute, ihr merkt aber auch sowas, ne, so eine Situation oder so. Ich habe trotzdem weiterhin natürlich Bock auf das Game und generell das Game bringt immer noch mega Spaß. Und wir sind jetzt schon in der 50. Folge, Freunde. 50 Folgen LS19 haben wir jetzt. Das ist tatsächlich heute, wo ihr diese Folge seht, die 50. Folge. Ne, 90 zum, noch nicht, aber die 50. Alter, krasse Sache, ne?
Und ich meine, ich habe fast 1, 2, 3, 4, 5. Also eigentlich wären wir schon in 55, weil ich immer mal ein paar vergessen habe so. Oder da verhindert war, welche zu bringen. Aber das ist auch scheißegal. Der Hauptsache ist das, was da ist. Und ich meine, 50 Folgen LS19. Alter Schwede, ey. Das ist schon mal wieder eine Ansage, ne? So, und die Ansage ist auch, dass wir jetzt hier das Feld am Start sind. 88% schon. Dann haben wir das Feld hier auch geschafft. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell fertig, auch wenn die Folge eigentlich schon fast wieder vorbei ist. Aber das ziehen wir nochmal schnell durch, oder? Je nachdem, wie lange das dauert, 90%. Ich denke, das haben wir jetzt innerhalb von 2 Minuten dann auch fertig. Schätze ich mal. Und dann haben wir das zumindest durch, so, wisst ihr, 91, aha, wobei, vielleicht müssen wir da nochmal längs auf die anderen Bahnen, das sollte ja nicht die Schwierigkeit sein. Und guck mal, ich habe jetzt auch eigentlich gar kein Big Pack oder so gekauft, natürlich hatte ich jetzt so eins da und ein bisschen was war im Tank, aber so 2 Ladungen waren schon okay. Und dafür ist das eigentlich ganz gut. Was liegt da oben eigentlich? Da ist so ein Ball. Ne? Ich habe mich gerade gewundert, was da unten für dunkler Punkt ist. Ah, das ist so ein Ball von dem Mast da, ne? Also von dem da oben, diese Kugeln, die da auf den Leitungen hängen. Wofür auch immer die sind, habe ich mich echt mal gefragt, wofür die sind. Keine Ahnung. 95. Aber das war gerade der dunkle Punkt, der da zu sehen war. Ja, lustig. So. Dann haben wir es ja gleich zum Glück geschafft hier. Ja, komm, setz dich nochmal schön auf das gedüngte Feld drauf. Gar kein Problem. Wir haben es auf jeden Fall dann gleich gepackt. Boom. Sieht auch nice aus. Voll entspannt auch, ne? Ganz entspannt hier rumtuckern. Und hier ist noch was. So, hier geht das weiter. Hoffentlich die letzte Bahn. Oh, wir sind schon fertig. Perfekt, dann kriegen wir 9000 dafür. Holy shit, wie geil ist das denn bitte sehr? Dann sagen wir natürlich abschließen und haben 9.508 Euro bekommen. Freunde, wenn das mal nicht eine Ansage ist, dann weiß ich es auch nicht. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, auch wenn das gerade vielleicht ein bisschen chaotisch war, aber trotzdem gut für euch war, also ihr euch trotzdem entertained oder unterhalten gefühlt habt, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wie immer, man kennt's. Ja, lasst auf jeden Fall mal gerne eine Bewertung da und vielleicht sogar auch einen Kommentar, seid nicht so schüchtern und schreibt gerne mal was rein, dann kann ich auch mal wieder ein paar Kommentare von euch in den Folgen vorlesen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde, macht's gut, bis dahin, euer Bauer, ciao, ciao!